Wenn die Spülmaschine nicht über die Vorwäsche hinauskommt und die üblichen Geräusche des Einspülens ausbleiben, dann kann ein defekter Aquastop dafür verantwortlich sein. Aber keine Sorge, in diesem kurzen Video zeigen wir dir, wie du das Ganze mit Hilfe eines Reparatursatzes wieder instand setzen kannst. Um den Aquastop zu tauschen, müssen wir die Spülmaschine zunächst vom Stromnetz abschließen. Aber auch der Wasseranschluss muss abgeschlossen werden. Eigentlich klar, denn an ihm befindet sich ja auch der Aquastop. Zudem sind alle im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zwingend einzuhalten. Die eigene Sicherheit geht immer vor. Nach dem Abschließen öffnen wir zunächst das Gehäuse des alten Aquastops. Sobald die Schrauben gelöst sind, entriegeln wir noch die Plastiknasen und der Aquastop ist frei. Als nächstes schneiden wir das Versorgungskabel möglichst knapp am Magnetventil ab und lösen auch alle daran befestigten Schläuche. Leider will der Zulaufschlauch nicht abgehen, sodass wir ihn kurzerhand abschneiden. Das hat zur Folge, dass wir den Überschlauch ebenfalls etwas einkürzen müssen. Sei's drum. Danach manteln wir die Stromversorgung ab und bringen die einzelnen Drähte auf passende Länge. Die Isolierung der Drähte entfernen wir gleich im Anschluss. Jetzt will auch der neue Aquastop vorbereitet werden. Wir öffnen das Gehäuse und legen das Zubehörmaterial bereit. Eine Schlauchschelle, ein Dichtungsring, zwei Schrauben, ein Schrumpfschlauch und zwei Klemmen. Dann schließen wir nacheinander die Schläuche an das neue Ventil an und sichern den Zulaufschlauch mit einer Schlauchklemme. Den Schrumpfschlauch ziehen wir schon einmal über das Kabel des Magnetventils. Ist das geschafft, kümmern wir uns um den elektrischen Anschluss und verbinden die Drähte des Aquastops und der Zuleitung mit den beiliegenden Klemmen. Nach dem Quetschen schrumpfen wir den Mantel der Klemmen. Dann können wir auch den Schrumpfschlauch überziehen. Auch diesen schrumpfen wir. Eine wasserdichte Verbindung entsteht. Als letztes ziehen wir noch den beiliegenden Dichtungsring über und versehen das neue Magnetventil mit seinem Gehäuse. Sind die beiden Schrauben erst einmal eingedreht, ist der Tausch des Aquastops abgeschlossen. Aber ob die Reparatur wirklich erfolgreich war, zeigt letzten Endes nur ein abschließender Test. Und so schließen wir die Maschine wieder an den Strom und den Wasseranschluss an. Mal sehen, was passiert. Perfekt. Das Gerät zieht Wasser. Die Reparatur war damit ein voller Erfolg. Hat dir das Video gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Wenn du das Ersatzteil brauchst, schau doch auf unserer Webseite vorbei oder schreibe uns eine E-Mail. Wir helfen dir gerne weiter. Und nicht vergessen, Schraubdoc abonnieren.